Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute Free Fire Max und zwar in meiner gebauten Arena, die ich erstellt habe. Viel Spaß. Okay, ich starte meine Runde, die ich selbst gebaut habe und werde ein bisschen was dazu zeigen und sagen. Also ich werde heute, dem Freitag, den 27.10.2023, ein Gewinnspiel machen. Und zwar der in dieser Runde nach 7 Runden am meisten Kills hat, hat gewonnen. Der darf sich was für 300 Coins, was aus den Dingens raussuchen, wo man wo ich die Geschenke halt verteilen kann, ne? Und ich zeige euch kurz, wo man startet. Man kann einmal hier starten. Ich spiele es jetzt natürlich mit NPCs. Du kannst es dir nicht aussuchen, was für eine Waffe, vor jedem spawnt eine Waffe. Was für eine, keine Ahnung. Es kann sein, es ist eine Pistole, eine Armbrust wie hier, vielleicht eine Schrotflinte oder irgendwas anderes. Also es kann alles spawnen, du hast 3 Minuten Zeit, in einer Runde 6 Kills zu machen, dann hast du gewonnen für diese Runde. Kommt natürlich noch, es geht zu Top auf 7, ne? Und wenn du 6 gekillt hast, ist die Runde halt zu Ende und dann geht halt die nächste Runde los. Ja, komm her. Ansonsten hast du 3 Minuten Zeit. Wenn die Zeit abgelaufen ist, geht die Zone so und du stirbst. Also sterben alle. Man hat erhöhtes Leben 400. Die EP hast du auch auf 200. Also es wird was, falls du eine Handwaffe hast, hast du mit 400 vielleicht eine gute Chance, irgendwo anders hinzulaufen, wo ein anderer Punkt ist. Hier in der Mitte sind nämlich 4 Punkte und am Rand sind 8 Punkte. Also es geht bis zu 12 Spieler. Ich denke mal nicht, dass mehr Leute, also hier ist noch der andere Punkt. Da vorne beim Auto ist ein Punkt, hier ist ein Shop, da kannst du was kaufen. Ich habe ja hier gestartet. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der andere Punkt war. Ich glaube, der war noch. Ich glaube, hier war der andere Punkt. Keine Ahnung. Und hier ist halt ein Shop. Da kannst du halt Sachen kaufen. Allerdings sind die Sachen in der nächsten Runde immer weg. Wenn ich mir jetzt hier was kaufe, sag mal den hier, zack. Ich sterbe jetzt. Und die Zeit ist vorbei. Bislang bin ich auf Platz 1. Da das jetzt nur hier eine Demo-Version ist. Was heißt Demo-Version? Eine Dingens. Schauen wir mal, wo der andere ist. Ich glaube, der ist da hinten. Ich meine, hier ist einer. Hier ist einer. Ja, genau, hier ist der andere. Hier ist dann der andere. Ach komm, wir nehmen den hier. Und der letzte ist dann. Nein, ich würde doch schießen. Naja, egal.
Der letzte in der Mitte wäre dann hier. Und es gibt halt einen Shop, wo du dir Sachen kaufen kannst. Du hast unendlich Munition. Du hast, wenn du dir eine Glue Wall kaufst, unendlich Glue Wall. Ach Mensch. Gerade weggegangen, wo ich geschießt habe. So, jetzt habe ich euch kurz gezeigt, wo man startet. Ich denke mal, ich habe alles gesagt, was wichtig ist. Ich spiele das jetzt mit NPCs. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das jetzt normal starte mit Spielern, ob dann auch NPCs dabei sind. Wenn ja, ist es natürlich schneller, diese 6 Kills zu kriegen. Wenn nein, hast du Vorteile, mehr Waffen zu suchen. Also sprich, hier ist ja eine, zack. Ich könnte schnell hier durchflitzen, zack, da ist auch einer. Dann könnte ich hier gucken, falls kein NPC da ist. Obwohl die NPCs nehmen auch nicht immer alle Gegenstände. Daher kann man hier ringsherum einmal vier. In jeder Ecke ist einer und jeweils in der Mitte ist einer. Und wie gesagt, hier in der Mitte ist da einer, da hinten einer, da einer und da ein Startpunkt. Achso, ich hatte ja hier Verbandsmittel gekauft in der ersten Runde. Ihr seht, das Geld ist weg und das Verbandsmittel ist auch weg. Also wenn ihr was kauft, ist es in der nächsten Runde immer weg. Ich habe auch schon mal geschafft, in einer Runde eine mehr zu killen, weil du hast ja immer eine Sekunde Zeit. Also wenn du den letzten gekillt hast, dauert es eine Sekunde bis der nächste gekillt wird. Der nächste gekillt wird? Nein, wie sagt man das am besten? Also wenn ich jetzt den letzten kille, bis das Bild der Unsterblichkeit, sage ich mal, kommt, hast du noch mal eine Sekunde Zeit, noch einen zu killen. Und wenn du halt zwei Leute an einer Stelle stehen, du schmeißt Granaten, das zwei sterben, zack, hast du sogar einen Kill mehr. Einziges Problem ist, wenn alle tot sind, aber keiner 6 getötet hat, muss der letzte warten, bis die anderen alle tot sind. Bis die Zeit umgeht. Also nochmal. Wenn einer von euch, oder wenn alle tot sind, aber einer lebt noch und der keine 6 Kills hat, muss der warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Weil das Spiel endet nur, wenn du 6 Kills hast oder wenn die Zeit abgelaufen ist. Aber du kannst dich damit auch selber in der Luft jagen. Ich glaube, es gibt zwar keine Punkte. Ich kann mal schauen, ob ich dann einen Kill kriege. So, ich habe mich selbst umgebracht. Ich habe keinen Kill.
Jetzt kann ich den anderen Leuten zuschauen. Nee, geht nicht. Schade, ich dachte. Mach mal kurz mein Headset ein bisschen leiser. Das ist ja. Das scheppert ja. Gut. Man kann auch mit Ausrüstung starten. Man sieht hier, der Computer startet zum Beispiel mit Ausrüstung, mit dem Helm. Das ist auch erlaubt. Also man kann ja solche Packs mitnehmen zum Kampf. Skills kannst du mitnehmen, die irgendwelche Fähigkeiten haben. Das geht für mich allerdings nicht jetzt gerade hier, weil ich noch im Editor-Bereich bin. Ich habe einmal probiert, das öffentlich zu spielen, aber irgendwie wollte keiner mit mir spielen. Deswegen, glaube ich, 15 Minuten wartet, da kam keiner. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, wie gesagt, heute ist zwischen 19 und 20 Uhr werde ich starten, das Spiel. Um 18 Uhr bin ich schon online mit dem Stream heute. Aber zwischen 19 und 20 Uhr werde ich erst das Gewinnspiel starten, also den hier, den Modus. Wenn nicht so viele Leute kommen, ich werde das dann da halt posten. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich habe das eingetragen, dass mindestens 4 Leute da sein müssen. Werde ich ja dann sehen. Oh, der hat 6 Kills gehabt? Nee. Er wollte schon sagen. Also, man sieht, ich starte jetzt gerade immer von dem Punkt aus. Wenn dir einmal ein Team zugeordnet ist, also ich habe 12 Teams eingegeben, dass man 12 Teams hat. Wenn du einmal zum Team eingeordnet bist, dann startest du immer von dem Team starten. Team Startpunkt. Ich kann mich nicht hinsetzen. Wie traurig ist das denn? Jetzt mit den NPCs ist natürlich ganz easy. Ich habe das mit Absicht über 7 Runden gemacht, weil es kann ja passieren, dass du vielleicht dreimal hintereinander nur eine Handwaffe hast. Aber es kommt bestimmt auch eine andere Waffe mal vorbei. Es kann natürlich auch sein, dass die ganze Zeit nur Scheißwaffen für dich kommen. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du auch irgendwo anders bessere Waffen findest. Hey, getroffen, aber kein Kill. Und schon wieder 1, 2, 3. Und schon wieder 1, 2, 3. Oh yeah, 800. Ah, hinter dem Zaun verschwunden. Da war gerade einer. Egal. Die Haarspitzen weggeschossen. Bam! Gibt's da nicht.
Aha. Das hat gerade scheiße geschossen. Aha. Es ist drin, schnelle Erholung ist drin. Also sprich. Ja. Und das war schon die Runde. Da ich ja jetzt ein Editor bin, steht hier kein Endrunde, sondern nur erster Platz. Boah, yeah. Ich denke mal, wenn ich das dann richtig spiele, dann wird bestimmt auch Dingens da sein. Das würde ich anrufen. Keine Zeit. Gut, dann war es jetzt das mit der Vorstellung von meiner Runde. Und wer Lust hat, kann vorbeikommen, mitspielen. Wie gesagt, ich werde das Spiel mit einem Code auf meinem Livestream um 18 Uhr zeigen, so dass jeder, der mit dran teilnehmen möchte, auch dran teilnehmen kann. Ich würde ab 18 Uhr den Livestream starten und um 19 Uhr werde ich mit den Dingens anfangen, von 19 bis 20 Uhr. Wenn die ersten 12 da sind, die werden dann an der Runde dran teilnehmen. Und die ersten 11 oder die ersten 12. Wenn 12 sind, spiele ich nicht mit, dann die ersten 12. Wenn es nur 11 sind, spiele ich mit. Vielleicht gewinne ich ja auch. Ich denke zwar nicht, aber es ist eine Herausforderung. Okay, ihr wisst Bescheid. Zwischen 19 und 20 Uhr geht das Gewinnspiel los. Der Gewinner kann sich was für 300 Diamanten, ich habe mein Konto aufgeladen, für 300 Diamanten sich etwas raussuchen aus den, wo war das gewesen? Ich bin jetzt hier unten, ist das mit den Geschenken geben. Also sprich, derjenige, der gewonnen hat, kann für 300 Diamanten sich etwas aussuchen. Ja, wenn es nicht ganz 300 Diamanten sind, wie zum Beispiel, wenn er das besser haben möchte mit 290 Diamanten, dann ja, hat er mir einen Diamanten geschenkt sozusagen. Also bis zu 300 Diamanten kann er mir sagen, ich möchte das haben. Oder hier von was. Irgendwas, was 300 Diamanten kostet. Kann er sich halt aussuchen. That's an easy call. Dann sage ich schon mal viel Erfolg und viel Spaß.